Aber man weiß ja nie. Na super, darf ich hier wieder terraformen. Na, so kann man natürlich auch Landschaft hier verunstalten. Es ist wieder ein Traum. Hallo, ich habe dich fast gar nicht gesehen. Und dann kam der leuchtende in den Augen hier zum Vorschein. Einfach mal hier so ein bisschen. Nur so ein bisschen, weißt du? Damit es jetzt nicht ganz so auffällt. Hey Mensch, da ist ja alles kaputt. Gleich hier den Unrat beseitigen, weißt du, bevor es wirklich unschön wird. So, fällt gar nicht auf. Wenn gerade so die Sache gewachsen ist. Da haben wir ein Skelett. Man nennt es auch Topmodel. Also zumindest in Deutschland nennt man das Topmodel. Woanders nennt man das krankhaft. Bum, 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 bum. Machen wir kurz das weg. Einmal was essen. Dann weiter auf Zombiejagd. Wahrscheinlich sind jetzt hier irgendwo schon wieder Zombies gespawnt, aber ich sehe jetzt nichts. Dann gehe ich weiter meines Weges. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwann irgendwo mal ankommen, wo wir wirklich hinwollen. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin will. Ich will ja eigentlich nur rumgucken, weißt du? Erstmal nur so ein bisschen so, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Was wollen wir denn da? Ja, so das Übliche. Eigentlich will ich Zombies. Und diesen Lizardman hier, den wollte ich auch nochmal eins auf die Mütze geben, aber ich denke mal, der ist jetzt weg. Da unten haben wir ein paar Creeper und einen Zombie. Ein Warp-Zombie. Hallo. Und gut, dass ich so einen tollen Rückstoß habe. Dann haben wir noch einen Enderman, den habe ich gesehen. Aber nicht direkt ins Auge gestarrt. Sollte sie nicht löschen hier? Stirb. So. Aber noch so ein Enderman, ein Schaf, ein paar Schweine. Wie auch immer die hier so schön in der Wildnis überleben können. Ich meine, es soll mir recht sein. Das ist nur verwunderlich. Zombie-Enderman, haben wir schon ganze 17. Yay! Das heißt, wir haben schon wieder 3 von diesen künstlichen Leder. Die müssen wir ja noch irgendwie verwursten mit dem Fäden und sowas. Das heißt, es ist auch nicht so verkehrt, dass wir jetzt hier die ganzen Spinnen hier verknusern. Also sonst ist hier echt im Moment so ein bisschen so Zombie-Mager. Es wird Zeit, dass das Zombie-Dorf mal so ein bisschen in Aktion genommen wird, oder? Dass wir da halt mal ein paar Zombie-Spawner reinsetzen und... Oh, shit. Da gehe ich jetzt gar nicht erst hin. Oh oh. Sehe schon, dass der nächste sich da verwandelt. Das gefällt mir dazu gar nicht. Nee, nee. Noch so ein Zombie. Oh, du hast Samen. Diabolisch. Na, also, du, der hat Samen, du. Mit den Samen wird er mich töten. Das klingt perverser, als es eigentlich gemeint ist. Hier haben wir schon wieder Eis. Es wird gleich Tag, yay. Wir haben gleich die Nacht überlebt. Wir haben hier nochmal ein paar. Na gut, das sind keine Zombies. Die werfe ich einfach mal ab mit faulen Eiern. Hey, du da. Verdammt, ich werfe wie ein Mädchen. Was soll das heißen? Du wirst wie ein Mädchen. Soll das heißen, wie ein Mädchen kann ich werfen? Bla 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 bla. Ja? Ich weiß ja auch nicht. Ich war's nicht. Hallo, ich hab dich nicht angeguckt. Entschuldigung. Ja, weißt du, das ist wie. Das erinnert mich jetzt wiederum zu Enderman zu allem allgemein. So ein bisschen wie. Manche. Halbstarke damals in der Schulzeit. Ne? Egal, ob es halt die Protzerjungs sind oder keine Ahnung was, ne? Die halt dann so sagen, ey, hast du mich schon geguckt? Hast du? Hast du mich schon geguckt, hä? Was guckst du? Ne? Weißt du, und dann einen auf dicke Hose machen. So sind die Endermänner. Hey, hast du mich schon geguckt?
Was guckst du? Sollte man den so als Soundfall mal einfügen? Ein Mammut-Soundfall-Pack. So weit kommt's noch. Dies sollte ich hier erledigen, bevor du hier, ne? Zeug machst, was du nicht machen sollst. Das jetzt einmal stehen lassen, ja? Okay. Bin gespannt, was daraus wird. Das wird bestimmt super. So, aber wir haben die Nacht überlebt. Wir haben sie gut überstanden. Dann können wir jetzt auch mal gucken, wie weit ist denn jetzt da hinten hier das ganze Steingedöns? Vielleicht können wir da schon eine neue Lage Steine aufsetzen. Ich meine, wir haben auch noch ein paar Ziegel dabei, ich weiß. Aber man weiß ja nie. Lauf, lauf schneller. Verhangel doch dich nicht immer an den Lianen hier. Einen Holzknopf dahin zu setzen war immer noch die beste Idee. Also mit einer der besten Ideen natürlich. Es gab natürlich noch viele andere tolle Ideen. Aber das gehört definitiv mit dazu, zu den tollen Ideen. So, jetzt haben wir natürlich wieder jede Menge Scheiße im Inventar. Aber das muss so sein, das ist bei mir immer so. Zack. Zack. So, dann einmal kurz hier in den Rucksack gucken. Alles rausnehmen, was ich jetzt so nehmen kann. Das hier rein, was ich jetzt nicht so brauche, so direkt. Also, dann kann ich natürlich auch gleich erstmal den nächsten Koppels hier wieder mitnehmen. Ne, ewigen Kreislauf. Zack, zack. Zack, zack. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Den Sand könnte ich da nochmal verwenden, da wo jetzt vorhin der Creeper explodiert ist. Einfach um den Ursprung wieder herzustellen, so ein bisschen. Zack. Zack. Oh, da ist zu wenig Kohle. Nicht mehr Kohle. So, dann nehmen wir das wieder raus. Packen hier so ein bisschen was von rein. Zack. Zack. Hier habe ich natürlich nichts reingepackt, deswegen kam es jetzt hier auch nicht zu einem flüssigen Durchlauf hier. Das klingt so eklig, flüssiger Durchlauf. So. Da haben wir es ja bald. Ich könnte natürlich halt auch einfach mit meiner Bootsankerspitzhacke in irgendeine Höhle reingehen und dort erstmal Steine kloppen. Aber ich habe mir dafür schon so überlegt, hey Mensch, wenn du irgendwann mal wieder verzaubern willst, wenn du viele Level hast, dann mache ich mir eine Bootsankerspitzhacke mit ordentlicher Effizienz drauf und dann macht man sowas. Ne? So. Hier, das kann da auch nochmal eben schnell mit drauf. Dann kann das jetzt fröhlich vor sich hin brutzeln. Ich kann hier erstmal ein paar Ziegel herstellen. Ne, weil da können wir hier wieder ein bisschen rumbauen. Kommen wir wieder ein paar Meter weit, das ist doch auch mal ganz schön. Wir bräuchten theoretisch auch irgendwie mal eine Bauhilfe oder sowas, mit der wir dann halt manchmal dann auf die Mauer raufkommen. Also langsam wird es ja natürlich so hoch, wo du dann einfach denkst, ja, wie soll ich denn da hochkommen? Ne? Aber es wird schon. Irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Plupp. Weiß jetzt gar nicht, ob ich noch Cleanstones jetzt in meinen Rucksack reingepackt habe. Nö. Gut. Dann haben wir das erstmal wieder. Dann gehen wir da hinten wieder hin. Freuen uns einen Keks. Und dann wieder bauen. Bauen, 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 bauen. Bauen, 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 bauen. Ich wollte schon sagen, wächst eine Liane herunter oder was? Wäre aber auch cool, wenn da manchmal halt so ein paar Liane runterwachsen. Wir sind ja oft genug hier. Da könnte man theoretisch was machen. Ach, siehst du, hier muss ich auch noch. Oh. Gleich haben wir keine Bauerde mehr. Ich sehe das schon kommen. Wobei, wir sollten in den Truhen da vorne genug Erde haben. Müssen wir auch mal hier irgendwann hier vernünftig reparieren. Das geht ja nicht, das sieht ja nicht aus hier. Ne? Das geht ja nun wirklich nicht. Hier hatte wieder ein Enderman. Ey, was guckst du? Jede Menge Spaß.
Der Block da hinten müsste jetzt auch langsam hier gesetzt worden sein. Und jetzt wisst ihr, wo das jetzt hier war. Der ist einfach weg. Okay. Kommt hier ein neuer hin. So kann man natürlich auch die Welt zerstören, indem man einfach mal die Blöcke einfach mal wegmacht. Ne? Auch so ein einzelner Block, der hat wahrscheinlich auch wieder ein Element einfach mal weggenommen. Es ist manchmal wirklich eine Plage. Mit den ganzen Blöcken. So, und ja, Erde haben wir auf jeden Fall. Wenn wir irgendwas haben, dann Erde. So, mit der Erde würde ich mir halt dann tatsächlich hier irgendwo eine Treppe dann später mal hochbauen, mit der man dann halt da irgendwie optimal hochkommt. Damit man dann wiederum hier vernünftig bauen kann. Obwohl, man könnte natürlich halt auch einfach über die Mauer das dann machen. Das ginge auch. Ich glaube, das machen wir. Dann müssen wir keine Bauerde haben. Ne? So, ne, dann macht man hier einfach mal die Tür auf. Lässt die Tür einfach mal auf, weil ich bin der Mammut. Geht hier ein bisschen hoch. Lalalala. Man könnte jetzt natürlich sagen, ist nur ein Weg. Aber, boah, ist das was Neues? War es jemals kein Umweg? Na und zack, wumms, sind wir auf der Mauer, auf der Lauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleines Mammut. Auf der Lauer sitzt ein kleines Mammut. Und so weiter. Text könnt ihr euch selber ausdenken. Ne? So. Dann wollen wir mal. Das wird bestimmt super. Vielleicht, eventuell. Möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. So, und wenn wir das dann fertig haben. Also, was heißt fertig? Wir werden hier nie fertig. Ja, wenn wir das dann fertig haben, dann können wir sagen, wir haben es fertig. Das dauert aber noch. Also, ich bin froh, wenn wir irgendwann tatsächlich mal einfach mal so das Mauerwerk so an sich schon mal stehen haben. Dann haben wir zwar eine leere Burg, aber wir haben dann schon mal das Mauerwerk fertig. Und ich bin gespannt, bis wohin das Ganze so geht. Ja. Nebenbei auch nochmal die Information. Ich weiß, das hatten wir gestern schon mal, aber hey, einfach nochmal. In der Videobeschreibung findet ihr derzeit einen Link, um an einer Umfrage teilzunehmen, die mir helfen soll, den Content, den ich für euch erstelle, irgendwie noch weiter zu verbessern. Und ja, das werde ich jetzt irgendwie noch so ungefähr eine Woche lang machen, euch immer darauf hinweisen, hey, Umfrage, Umfrage, Umfrage. Ne? Und dann wahrscheinlich gehe ich dann halt so im Laufe der Zeit, irgendwann im Minecraft-Let's Play, dann halt mal so auf die Ergebnisse der Umfrage mal so ein bisschen ein, was da so ein bisschen rumgekommen ist, wo ich dann halt sage, yep, ne, darauf möchte ich halt so ein bisschen eingehen und ja, mal gucken. Ne, das Übliche. Ne, weil ich persönlich finde halt, kein anderes Let's Play ist besser dazu geeignet, als einfach mal in Minecraft darüber quatschen, weil Minecraft halt so ein Laber-Let's Play ist. Und ja, das wird super. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Wenn das Kino überdacht ist. Muss ich immer noch Fackeln anbringen. Ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Ist furchtbar, oder? Was ich alles muss. Also, jetzt habe ich da ein Loch gelassen, ne? So. Geht doch. Loch? Ich sehe kein Loch. Dann kann ich nichts einlochen. Ja. Da fehlt Erde. Ah ne, das muss ich ja noch terraformen, oder? Ne, ich glaube den Bereich. Doch, ja, doch, ja. Ach Gott. Wenn ich hier den ganzen Bereich hier so angleiche, wie ich ihn gern hätte, du, da bin ich auch irgendwie ewig noch mit beschäftigt, habe ich so das Gefühl. Weil dann wieder Perfektionismus und bis ich dann halt so einigermaßen so zufrieden bin, dass ich sage, jupp, ne, das ist ein Terrain. Da sage ich, jupp, ist geil. Das nehme ich. Das dauert. Leider dauert das. Aber naja, mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat. Kommt dies und das und jenes und alles, was man sich halt so vorstellt. Oder halt auch gegebenenfalls nicht.
Ne? Also eigentlich alles so wie immer. So, es wird gleich Nacht. Das heißt, ich werde mich gleich halt auf den Weg begeben zu der kleinen Bauhütte. Ja, passend jetzt dazu. Wo wir natürlich hier irgendwie so einen Weg erstmal ausfinden. Ja. Und es wird noch so ein paar Tage dauern, bis wir die Mauer hier so weit hochgezogen haben. Da noch die Tür mit da drin erstellen. Ich glaube, hier will ich ja immer noch so ein paar Türme halt so mittendrin haben. Ich glaube, das sollte ich mal demnächst auszählen, wie ich das genau haben möchte. Wäre ja nicht verkehrt. Ne? Warum habe ich das eigentlich noch nicht gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich war ich abgelenkt. Ihr seid schuld. Bestimmt. Wir sind nicht schuld, Mammut. Doch, seid ihr. Ihr seid für vieles schuld. Ja? Schuldig. In mehreren Anklagen. So. Jetzt aber mache ich erstmal gleich auf eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.